Ein Moment. Ich habe gleich gewonnen. Oh, jetzt klopft es wieder an der Tür. Nein! 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 Du bist da gerade in einem Rennen. Fuck! Ich zieh dir ein DMP nach dem anderen. Ich bin Zweiter. Shit. Jetzt habe ich gerade Öl verkackt. Marvin! Willst du mich eigentlich verarschen? Ich mach gerade ein 1 gegen 1, du bist so ein. Oh. Ganz ehrlich. Könntest mal den Kopf hinter mir wegjuckeln. Alter, nervt. Fuck, noch zwei, die krieg ich ja niemals. Alter, der ist schon weg. Oh ja, es ist. Fuck, den ab. Ich bin manchmal so blind. Ja, aber freut mich, wenn ich dir bei deinem 1 gegen 1. Ja, du hinderst mich. Jeha! Alter, leck mich doch am Arsch. Der ist sowas von weg. Jetzt habe ich es ja wieder nicht geschafft. Das ist Ziel. Ja. Ja, wunderbar. Alter, der. Ah, ich bin doch durch Zufall an dem Rand vorbeigekommen, wo du ein bisschen besser bist wie ich. Oh Gott! Das bleibt nicht lange so. Verdammt, Alter. Alter, was ist das? Nein, das ist ein Unterschlupf von mir, aber wie komme ich da hin? Alter, wie geil! Wie geil! Ja, es ist wie geil. Oh! Ja, nein. Das ist der nächste Unterschlupf. Oh Gott. Bitte komm. Schade, dass die Handbremse so überstark ist. Ja. Weil nach das einfach nur langsamer machen klingt halt auch nicht so abnormal. Oh, das ist mein Unterschlupf. Ja. Alter, ich brauche übel lang, um die Speedlist absolvieren. Letztes Mal ging es richtig schnell, aber die werden auch ein bisschen schwerer. Aber jetzt muss ich. Was wollte ich denn sagen? Warte mal kurz, ich muss mich muten, weil da jemand an die Türe klopft. Dann zurück. In 5 Minuten gibt's bei mir Essen, also ich muss mal hier schauen, dass ich jetzt wenigstens dieses Bleedlist noch mache, Alter. Gewinne ein Kopf an Kopf. Marvin, können wir jetzt mal Nummer 1 machen? So, ich bin gerade im Race. Oh nein! Ich möchte mal da oben, das ist mir hier unten viel zu düster. Nein. Das kann's doch nicht sein! Ich fahr da. Auf einmal ist ein Auto vor mir. Ich schwöre dir, das war da davor nicht. Das haben die da gerade erst gespawnt. Oder bin ja, ist klar, Marvin, natürlich. Ja. Ist echt so. Ja, ja. Und dann, weil ich schon kritischen Schaden in der Fresse hatte, weil ich ein bisschen Scheiße zusammengefahren habe, war ich am Arsch. Eiskalt. Mhm. Alter, das war richtig dreist, was du abgezogen hast, wo du mich da so mitten im 1 gegen 1, Alter. Das ist mir auch zu düst, das ist mir zu dunkel, ich hab Angst. Ah, das ist eine Sprungschanze. Milan, fahr da mal weg. Ich kann nämlich gerade nur zu dir fahren.
anstatt zu dem Unterschlupf dort zu bauen, damit wir ein 1 gegen 1 machen können. Wo soll ich hinfahren? Ich chill mir hier eins mal. Jetzt kann ich dort. Ich starte dann gleich bei ich dir. Ich bin auf der Brücke. Soll ich dich dann gewinnen lassen, oder was? Nee. Dann brauchst du die Speedlist noch lange. Mann, wo muss ich ihn jetzt hin? Ah, da. Du musst einfach nur warten, dass ich da bin. Dann können wir jetzt kaputt machen. 240 Dollar Gutschein, nein. Fahr mir nicht in den Arsch, okay? Jetzt nimm mal an. Alter, da kam mir gerade ein Racer entgegengejumpt, Alter. Der ist mir voll auf die Fresse. Mir kam auch einer entgegen. Oh nein! Was steht dann Laster? Weil, ich hab gedacht, man muss da um die Kurve und dann doch nicht. Fuck. Das habe ich wieder okay, verloren. Okay, das geht nur noch 1,5 Kilometer für mich. Für mich noch 1,7. Oh, nein, nein, nein. Ja! Alter! Du bist gerade in mir drin fast gespawnt. Ja, direkt hinter dir war ich. Gespawnt. Hä? Warum muss ich jetzt umdrehen? Du hättest einfach nur oben abbiegen müssen. Schade, dass ich keine Nagelbänder habe, sonst könnte ich dir jetzt hier eiskalt auf der Straße auslegen. Hat man ja. Haben nur die Cops. Ah, Milan, du musst 152 fahren, damit du mich kriegst. Fuck. Noch eins? Warte mal kurz. Ich muss das gewinnen. Hey Marvin, Alter. So, für die MP-Ding. Nimmst du es mal an? Alter, Marvin. Okay, komm dir mal an. Bam, da läuft, Alter. Wie wir gerade voll leise waren und uns konzentriert haben. Fuck. Shit. Ich muss Gas geben, Alter. Und ich muss ein bisschen mehr kommentieren, weil durch das ich muss ein bisschen mehr kommentieren, weil ich bin so relativ leise. Das wird eigentlich voll die stumme Aufnahme. Das ist ein bisschen kacke, weil man soll ein bisschen hier unterhalten und das mache ich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Weil ich eigentlich gedacht habe, dass es zu zweit irgendwie richtig locker geht, aber irgendwie doch nicht, weil wir uns beide konzentrieren und wir uns so konzentrieren, dass wir beide aneinander vorbeireden. Das ist richtig behindert. Boah! Und ich habe noch was vergessen, was ich erwähnen wollte. Dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wann ich die Cop-Kampagne weitermachen soll oder die Racer-Kampagne. Schreibt ihr mir, ja, so die nächste Aufnahmesession gerne bitte Cop oder Racer, je nachdem, was ihr wollt.
Ein Moment. Ich habe gleich gewonnen. Jetzt klopft es wieder an der Tür. Nein! 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 Nein, mich hat's gerade richtig durch. Oh, ich hab's als erster beendet. Oh, mich hat's gerade direkt vor Rennende so richtig. Ja, ein Moment! Ups, Olga. Oh, Marvin. Ja. Hab ich dich getroffen? Mit was? Mit meinem Schock-MP. Mit meiner Schockwelle. Eigentlich nicht. Oh fuck. Hab ich jetzt den Waypoint gesetzt? Okay. Also ich fahr schnell in Unterschlupf und dann macht man eine kurze Pause von der Aufnahmesession. Der Marvin kann ja weiter zocken. Aber, sorry, dass du ins Mikrofon gebrüllt hast, aber es hat mich halt ein bisschen... Marvin, hör auf, ich bin fast kaputt. Ey, ich hasse dich, Alter. Marvin, es ist Kacke, Mann. Nein. Nein. Irgendwie habe ich meinen Wagen außer Kontrolle. Habe ich die Kontrolle verloren. Fahr so leichtzeitig in Leitplanke. Und alles hat ausgerechnet. Da ist ein Cop. Und ich bin fast kaputt, Marvin. Ist es dein Ernst? Wegen ich dir. Ich habe keine Leben mehr. Ich wollte dich rammen. Aber dann ist mein Wagen außer Kontrolle geraten. Und bam. In die Leitplanke. Und ja, und jetzt bin ich gleich am Arsch. Ich würde dir den Tipp geben, nirgendwo dagegen ja, zu quatschen. Ja, aber warte mal ganz kurz. Ich muss mich kurz muten. Ja. So, dann... dann sind wir jetzt hier im Ladebalken. Dann tue ich nachher upgraden und so. Jetzt dann nämlich... Dann gehe ich kurz essen. Mach ich eine kurze Pause. Ja, ich mag ja echt nichts sagen, aber ich muss jetzt auch aufhören. Okay, echt? Manche Leute haben auch noch ein anderes Leben, ne? Aha. Gott. 44.000 läuft. Nein, nein. Ich habe jetzt Probe. Ach so, okay. Beziehungsweise mag was essen. Ich habe einen neuen Wagen. Was habe ich diesmal für einen neuen Wagen? Nein! Geh mal. Nein, nicht gut. Tschüss, Milan. Ciao. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, meine Aufnahme hat's beendet. Das war nicht so gut. So, dann wählen wir jetzt hier mal hier. Also hier. Die Konkurrenz nimmt zu. Ah, das hat Marvin schon gemacht. Was haben wir jetzt für einen Wagen bekommen? Das habe ich gar nicht jetzt mitgekriegt. Hat mich rausgeworfen. Zerstöre einen Kopf. Die Cops brauchen einen Denkzettel. Die Konkurrenz nimmt zu. Das ist genau dasselbe, die oder? Cops ich muss meine Limits. Die Cops brauchen einen Denkzettel. Nee, wie halt das. Ja. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Need for Speed. Es ist jetzt ein Tag her, nachdem ich wieder aufgenommen habe. Und diesmal ist wieder der Marvin dabei. Hallo Marvin. Hi. Alter, irgendjemand hat gerade per Overwatch meinen Wagen repariert und jetzt hat der kleine Bastard ein Ding eingesetzt, ein Heli auf mich eingesetzt. Ja, das war bei mir auch. Was ist das für ein asozialer? Oh. Geh mal. Ich hatte das doch schon letztes Mal, das verstehe ich nicht. Okay, fertig. Das war jetzt relativ laut, glaube ich. Die Konkurrenz nimmt zu. Das war ja alles dasselbe. Ich muss mal. Die Cops brauchen einen Denkzettel. Ja, nehme ich mal. Alter, dieser Ecoli oder was das ist, ja? Oder wer das ist? Wie kam der da? Wie kann der das machen? Ich mache mal alles relativ leise, weil ich möchte, dass du laut genug bist. Ich habe jetzt Musik ausgemacht. Ganz einfach, weil dann bist du. Und je nachdem lege ich einfach. Ich habe 142.000, Alter, geil. Je nachdem lege ich einfach mal meine eigene Musik dahinter, die ich, von der ich die Lizenz natürlich habe. Welches Level bist du eigentlich? Ich. Keine Ahnung, aber ich glaube, der Ferrari ist das, was ich als letztes freigeschaltet habe.
interessant. Den habe ich noch nicht freigeschaltet. Alter, der Typ kotzt mich an, ich krieg grad dauerhaft die Meldung. Denn der hat 80% des Wagens überhält. Ja, der ja hat das war bei mir auch. Groß und so weiter. Und dann frag ich mich, um ehrlich zu sein, wie kann der kleine Bastard das Ganze machen? Der Server ist ein Freundesserver. Und ich bin ganz sicher nicht mit irgendeinem Eco-Liefer befreundet. Das ist bei uns nicht mehr in der Session, ist das auch nicht so relativ strange, aber ist egal. Chevrolet Corvette Stingray. Ich habe es wunderbar ausgesprochen. Als nächstes Maserati. Dann. Alter. Ich glaub, oh, Alter, wie viel hast du gesuchtet? Ich würde es nicht gesuchtet nennen, ich würde Skill nennen. Ja, schon Skill, aber ja gut. Lol, was ist das? Ein Audi A8, Alter, den hole ich mir, Alter. Ich hole mir kein Ferrari Audi A8, hole ich mir. So, dann haben wir hier den Mustang. Dann möchte ich den natürlich noch ein bisschen upgraden. Der BMW ist mein Verfolgungsauto. Alter, weil ich bin krass voll der aufgerüstet ist. Da kann ich nur noch ein bisschen Höchstgeschwindigkeit, zweimal glaube ich, und einmal noch Ding. Oh geil, das kommt linken Park. Echt? Bei mir gerade. Die sind wieder von denen. Von dem neuesten Beschleunigung. Ding. Akzeptieren. So, jetzt hat er eine gescheite Beschleunigung. Jetzt braucht er noch Kontrolle. Schon. Hat er jetzt 5,2, 4, Beschleunigung, 4, nee, hier noch ein bisschen Beschleunigung reinhauen. Und Robustheit passt eigentlich alles. Wie kann man den Scheiß ausschalten, dieses Overwatch-Ding? Ich weiß es nicht. So, er setzt die ganze Zeit irgendwelche Helis gegen mich ein. Ich brauche Interceptor, wo ist hier Interceptor? Das Interceptor. Ich hoffe, man hört meine Geschwister nicht. Das ist blöd. Also ich höre sie. Echt? Du hörst sie? Hin und wieder mal. Ah, ich hoffe, ich kann das rausfinden. Das behindert, Alter. Das nervt, dass du jetzt voll rumbrüllen. Oh, Spoiler. Nein! Mein Mikro ist halt übel empfindlich. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das dann rausbekomme. Jetzt bräuchte ich wieder eine Overwatch-Reparatur. Reparation. Nee, ich hab grad übel den Crash mit meinem Ding. Zivilist gehabt. Das ist ganz interessant, ich hab jetzt keine Musik. Overwatch Straßensperre. Oh, nein! Ich muss mich kurz muten. Bastard-Typ, hey. Ich bin erkältet, wie man wahrscheinlich hört. So, geht ab, Alter. Das hat mein Ferrari. So, Alter. Der Ferrari hält mehr aus, wie ich gedacht hätte. So, jetzt schauen wir erstmal nach. Hier Interceptor. Möchte ich hin. Oh geil, Alter. Ich liebe es. Du weißt natürlich auch beim Interceptor starten lassen kannst. Echt? Ich fahre aber immer gerne hin. Okay. Ich liebe aber einfach die freie Fahrt. Das hat in manchen. Ich auch, aber ich würde jetzt echt gerne mal zu meinem Versteck. Aber ich habe keinen Bock. Ah ne, ich entkomme auch doch nicht. Oh ja, es ist. Das hat halt extrem. Das hat mich halt extrem genervt. Was hat dich extrem genervt? Du musst wieder lauter reden wahrscheinlich. Dass freie Fahrt in manchen Need for Speed Teilen nicht verfügbar war sozusagen. Ja. Ich habe jetzt mein Mikro ein bisschen näher an den Mund gemacht, vielleicht. Ja, sehr gut. Ich habe vergessen, meinen Virenscanner auszumachen. Ich glaube, dadurch wird manchmal die Ding. Oh Gott, Alter, was mache ich denn jetzt? Der macht schon EMP. Ja, gell. Auf mich auch die ganze Zeit irgendwelche EMP-Killies. Oh, Scheiße, der hat mich geEMP'd, Alter. Ja, wo chillst du überhaupt? Ja, ich mach grad Interceptor, ich muss Gold, den muss ich in 2 Minuten abhängen, Alter. Musst du Gold bei Interceptor machen? Ja. Ich muss Gold bei Hot Pursuit und bei Interceptor machen. Da ich nächste Level hab, Alter. Bitte krank, was man da jetzt machen muss. Lol, da ist mir grad ein Vogel fast aufs Auto geflogen. Wo bist du? Auf welcher Bezirk? Welches Rennen? Ja. Ich bin relativ nördlich. Ja, also ich sehe dich ja gleich auf der Karte.
Hast du schon mal die Kameraansichten getestet? Die habe ich jetzt schon zum Beispiel gar nicht. Soll ja nur zwei geben. Gibt's auch nur. Ja, ich bin kommen. Bei der Cockpit-Perspektive siehst du noch nicht mal mehr die Motorhaube. Schnell! Ich bin kommen. Boah. Shit. Ich muss sagen, der Ferrari hat eine schöne Beschleunigung. Bitte, lass mich entkommen. Jawohl, ich hab Gold. Alter, 8 Sekunden länger und ich hätte kein Gold bekommen. So. Jetzt muss ich noch einen Kopf zerstören. Oh, das, den Auftrag habe ich gehasst. Shit. Das hätte ich eigentlich machen müssen. Ich bin so blöd. Ja, das habe ich kombiniert beim Interceptor, habe ich den Kopf zerfickt. Ja, eben. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das musst du halt in 2 Minuten machen. Das ist das Krasse. Ich weiß jetzt halt gar nicht, wo ich lang fahre. Aber ich finde die Gegend einfach geil. Die Landschaft ist richtig geil. Ist auch geil gemacht, ja. Sollen wir zusammen Kopf erledigen? Das heißt, dann würde ich mal gern zu dir fahren. Warte mal, ich lass mich eiskalt zu dir navigieren. Oh, ich bin so dumm. Gehen wir mal zu Spieler. Milan, gell, ich lass mich jetzt zu dir navigieren. Ich lass mich auch zu dir navigieren. 10,3 Kilometer. Ah, weißt du, wo eine Werkstatt ist? Ich geh zuerst zu einer Werkstatt. Ja, bei mir direkt ist eine Werkstatt. GPS, nächste Werkstatt. Oh, jetzt muss ich kurz umdrehen. So ein Dreck. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Ferrari so ein gutes Auto ist. Wieso? Weil ich kann in Ferrari auch Level 3 Ding machen. Level 3 Verfolgungsupgrade. Echt? Ich glaube, das konnte ich nicht. Oder vielleicht, weil du einfach einen Rang höher bist. Also ein paar Ränge. Ist ja bei meinem BMW nicht so. Krass. Bei meinem BMW kann ich auch keinen Level 3er Turbo reinmachen. Das mache ich auf jeden Fall beim Ferrari. Level 3 Turbo. Alter, dann zieht man damit doch übertrieben weg. Wie schnell fährst du bitte von mir weg? Ich fahr dir gerade weg. Okay. Weißt du, was ich jetzt mach? Das ist ein Kopf. Aufpassen, dass mein. Alter, weißt du, wie viele Cops mir gerade am Sack hängen? Damit fahr ich. Oh Gott. Shit. Ich dachte, du musst sowieso einen Cop killen. Ja, aber mit 3 am Arsch ist nicht so geil. Was hast du für ein Ding? Verfolgungsgeld? Schockwelle. Nur Schockwelle. Mhm. Das Problem ist, ich fahr grad von denen weg. Das ist grad schwer. Tja. Noch, Schockwellentreffer. Ich glaube, jetzt fährst du mir entgegen. Wehe, du rammst mich, Alter. Mein Ferrari geht. Jawohl, jetzt habe ich ihm Breitseite gegeben. 90 Grad. Oh lol, es gibt ja auch Verhaftung. Ja, natürlich. Das habe ich nicht gewusst. Wenn du stehen bleibst oder ganz langsam nur fährst. Verhaften sie dich. Schau mal, wie ich hier gerade im Kreis fahre, Alter. Oh nein, oder? Alter, wie soll ich denn jetzt einen Kopf hier? Hier sind 3, könntest du mir vielleicht helfen? Mir hängt 3 am Arsch, aber ich komme gern zu dir. Bam. Du bist nur 3 Kilometer. Bam. 2,9. Jawohl, dann habe ich gleich. 6, 2,5, 2,6. So, jetzt habe ich eine perfekte Ausgangssituation. Zack. Ich habe die ganze Zeit Meldung, dass die Typen, die endlich das Overwatch verlassen haben. Ich glaube, du fährst von mir weg, weil ich fahre ja gerade über 300 mit meinem Ferrari entlang. Und es wird relativ lang. Ich fahre die ganze Zeit. Oh Gott, Alter. Nein, 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 nein. Hey, ich sehe dich. Ja, wunderbar. Ich kämpfe hier gerade gegen alle Cops. Wo ist denn hier der fast da ist der fast kaputte. Jawohl, ich habe ihn zerstört. Jetzt muss ich schnell zu einer Werkstatt. Dort auf dem Weg ist eine. Ich halte sie vom Arsch. Fuck. Ich fahre jetzt 1,3 Kilometer in die nächste Werkstatt. Da war gerade eben eine bei mir. Ja, sie zeigt mir 1 Kilometer. Die kleben dir am Arsch. Ja und? Egal was ich mache. Ich hock da gerade echt und ramm einen Kopf nach dem anderen. Ich habe mich repariert.
okay. Ich bin durch eine Werkstatt gefahren. Ich habe halt im Ferrari kein Verfolgungsgadget. Ja, das ist blöd. Teuer. Oh. Weil der Ferrari an sich ist schon so teuer. Oh ja, es ist. Aber. Jedoch versteckt. Findest du auch, dass man den 30 FPS-Lock überhaupt nicht merkt? Es gibt einen 30 FPS-Lock? Ja. Deswegen habe ich nie mehr geschafft. Ich habe vorher mal Fraps laufen lassen, um zu gucken, mit wie viel Frames ich das spiele, ja? Und dann waren es dauerhaft 30. Ich habe mich schon gefragt, ob ich irgendwo eine scheiß Einstellung habe, dass das nur bis 30 hochgeht. Ja, deswegen hat es nicht auch so von Grafik hat's ein paar Punkte abgezogen bekommen wegen 30 FPS-Lock, aber den merkt man gar nicht, finde ich. Also den merkt man überhaupt nicht. Wenn sie nur 40 gestellt hätten, dann fände ich, wäre das... Aber den merkt man wirklich nicht. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe den Mercedes. Oh, den freigeschaltet oder gekauft? Freigeschaltet. Das heißt, was mir jetzt voll gefällt, ist diese... Es sollen, glaube ich, Regentropfen sein. Auf immer, wenn einer vorgeschaltet... Ich habe Kapitel 3. Ich glaube, jetzt bekomme ich eine Cutscene, oder? Ja. Leise sein. Zu besuchen, wo seine im Einsatz erlittenen Verletzungen behandelt werden. Laut einem Polizeisprecher werden die Behörden nicht aufhören, bis die Verantwortlichen gerecht bestraft sind. Wenn die Polizei eine Lektion daraus lernen kann, dann die, dass sie nicht mit uns mithalten kann. Officer McManus war an seinem Limit. Wir noch nicht. Angeblich gefährden wir die Öffentlichkeit, aber eigentlich sind sie außer Kontrolle. Aber sie leugnen die Wahrheit. Sie wollen Rache für ein Verbrechen, das es nicht gab. Die Cops waren unsere Rivalen. Jetzt sind sie unsere Feinde. Ich werde die Rivalität anfeuern. Interessant. Ah, das hast du gemacht, gell? Es gibt was? Mit Erreiche. Die Rivalität Erreiche. Fahndungsstufe 3. Was heißt dieses Feuerding? Ist es der Multiplikator? Nee, das ist Fahndungsstufe. Okay. Trifft 3 Cops mit Verfolgungstechnologie. Ich würde ehrlich gesagt dir das empfehlen, was ich gemacht habe. Das geht halt richtig einfach. Das ist richtig einfach, weil Silber bei 2 Stunden. Warte mal kurz. Slime 3 Racer von der Seite. Und dann ist Verfolgung viel einfacher und es ist auf jeden Fall lustiger. Anfeuern. Zeit für einen Blick in den Spiegel. Ich werde die Rivalität anfeuern. Ja, nehme ich das. Dann sollen wir uns... Ich muss mal kurz den Wagen angucken. Den Mercedes, aber ich weiß nicht, den finde ich jetzt auch nicht so schick. Dann warte ich lieber und spare auf den... Ja. Jetzt. Also Ford Mustang GT behalte ich im Moment. Dann tue ich den ein bisschen upgraden noch mit Höchstgeschwindigkeit. Ja, Höchstgeschwindigkeit ist auch mein, ich sag mal, Problem beim BMW. Ich mag was über 300 und das der hält halt eigentlich bei 200. Also jetzt habe ich mal schön mein Geld verbraten. Kann man sonst noch hier was upgraden? Ich mach den EMP mal raus. Ich mach dann eher ein elektrostatisches Feld, ist schon geil. Was ich, was meine Lieblingsgadgets für Verfolgung und alles eigentlich sind, ist Turbo. Was? Kann ich ja gar nicht durchfahren. Was ein Scheiß. Also ich muss, ich habe erst Fahndungsstufe 1, egal. Silber bei Hot, da manchmal direkt Hot Pursuit. Ich muss mich beherrschen, dass ich nicht ins Mikro huste. Also, und vor allem nicht reinpuste. Also ich finde Turbo und elektrostatisches Schutzfeld sind so ziemlich die. Also ich habe jetzt Schockwelle, finde ich relativ geil. Und habe jetzt auch mal elektrostatisches Schutzding gemacht, weil schützt es vor EMP, oder? Nein. Nicht? Dafür bräuchtest du einen Störsender. Ah, oh, scheiße. Aber wenn du damit jemanden rammst, kriegt der extra Schaden. Oder wenn dich jemand rammt. Deswegen verwende ich das ziemlich gerne im Rennen. Ah, Events hier. Oh, Pursuits. Oh, jetzt muss ich das auch noch auswählen. Nee, ne? Nämlich das hier in der Nähe.
wenden, aber ich fahre jetzt hier auf der Hauptstraße lang. Erstmal durch alles durchfahren. Hui! Das macht Spaß. Was? Papierchen? Nee, das Rumdüsen mit Handbremse, weil ich habe langsam das Timing raus. Ich noch nicht. Entweder ich habe eine 180er-Wende oder... Ja, das kann ich mit Hamburg.